Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Cosmopolitics. Mein Name ist Sarah Bleuler und ich bin Teil vom Cosmos-Team und ich bin sehr glücklich, dass ich die Begrüßung übernehmen kann, weil das Thema heute Abend ist eins, das mir sehr am Herzen liegt und für mich sehr wichtig ist. Es ist auch für den Kosmos ein wichtiges Thema. Ich bin in der letzten Woche mit recht vielen Frauen von unserem Team im Gespräch gewesen und habe den Frauenstreik vom 14. Juni thematisiert. Weil ich bin der Meinung, wenn wir Themen wie Diversität, der Gender Gap oder auch Gleichberechtigung auf unseren Bühnen, in unseren Kinosälen und auch in unserem Buchsortiment zum Thema machen, müssen wir die Themen auch hinter der Kulisse diskutieren. Als Kulturhaus und Veranstaltungsort mit solchen Schwerpunkten ist es meiner Meinung nach unsere Pflicht, dass wir das machen. Nämlich auch auf der Ebene von der Organisation uns so Fragen zu stellen. Und der Frauenstreik, das kann ich euch sagen, ist ein recht guter Ausgangspunkt für solche Themen. Für Diskussionen mit Frauen wie auch mit Männern. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, ob wir uns am 14. Juni, ob vielleicht keine Frauen in diesem Kosmos arbeiten und ihr nur von Männern bedient werdet, ob vielleicht Frauen gratis ins Kino können oder günstiger dürfen Kaffee trinken, ich weiss es noch nicht. Aber wir sind dran. Was ich euch aber versichern kann, ist, dass nur so schon das Thematisieren des Frauenstreiks einige Steine in die Sohle bringen kann. Und genau darum bin ich der Meinung, dass der Frauenstreik so wichtig ist. Er kann als Mittel sein, Themen auf den Tisch zu bringen oder auf eine Bühne. Er kann als Mittel sein, dass wir unsere Wut kreativ äußern können. Ein Mittel, uns mit Frauen zu solidarisieren, die in ihrem Umfeld vielleicht nicht ganz so einfach die Möglichkeit haben, die Themen zu thematisieren. Es ist eine Möglichkeit, Frauen Mut zu machen und ihnen zu signalisieren, dass sie nicht allein sind im Kampf um Gleichberechtigung. Und es ist darum vielleicht auch ein Mittel, wenn es darum geht, den sogenannten Gender Gap zu überwinden. Oder zumindest für ein paar Schritte in die richtige Richtung. Alles das können wir heute diskutieren und ich möchte mich herzlich bei unseren Hosts bedanken vom heutigen Abend im Denknetz und der Gewerkschaftszeitung Work, dass sie die wichtigen Themen auf die Bühne bringen. In dem Sinn übergebe ich gerne das Wort der Ruth Ellenbach, der Präsidentin vom Denknetz und der Moderatorin vom heutigen Abend. Ja, vielen Dank, Sarah, für diese Begrüßung und vielen Dank an Cosmos. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Veranstaltung hier machen können. Und auch von meiner Seite her möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung. Wir sind auch sehr berührt, dass so viele Leute hier sind. Das zeigt das große Interesse und auch die Dringlichkeit unseres Themas. Der heutige Abend findet statt. Es ist eine Kooperation von Work und Denknetz. Work, das ist die Zeitung der Gewerkschaft Unia. Sie haben kürzlich eben zum Frauenstreiktag eine spezifische Frauennummer publiziert. Das hier ist die neueste Nummer und sie liegt draußen auf dem Tisch hier, gerade hinter dem Ausgang. Auf der anderen Seite, das Denknetz ist ein sozialkritischer Think Tank, der gesellschaftstheoretische und politische Grundlagenarbeit leistet. Wir orientieren uns an den ungeteilten Werten von Freiheit, Gleichheit und Solidarität und engagieren uns unter dem Label Reclaim Democracy zusammen mit Partnerinnen und Partnern für die Ausweitung einer echten Demokratie, die alle Akteurinnen und Akteure und alle gesellschaftlich relevanten Prozesse impliziert. Und damit möchten wir eben auch zu einer Transformation der Gesellschaft beitragen, ein Thema, das heute Abend sicher auch debattiert werden wird. Das Denknetz will Impulse und Grundlagen für die politische Auseinandersetzung bereitstellen und wir arbeiten in Fachgruppen zu verschiedenen Themen wie Wirtschaftspolitik, Arbeit, Bildung, Migrationsfragen. Wer interessiert ist, wir freuen uns über neue Mitglieder, die auch eine Verstärkung sind und wir haben draußen auch
hier um die Ecke einen Tisch. Dort liegen eben nebst der Zeitung, nebst dem Work liegen dort auch Unterlagen vom Denknetz auf und ihr könnt dort auch Informationen abholen. Nun also zu unserem Programm von heute Abend unter dem Titel Frauenstreik und Gender Gap. Ihr seht hier auf der Folie, wir haben eigentlich zwei Veranstaltungen zum Thema, also ausgehend vom Frauenstreik. Heute Abend ist es themenspezifisch der Gender Gap und dann am 25. April hier die zweite Veranstaltung, das wäre dann in Bern, wo es mehr um die Frage der Akteurinnen, Bedeutung des Streiks, wie hat er sich entwickelt und der Akteurinnen gehen wird. Frauenstreik, eine Aktualität. Heute in den letzten zwei Jahren sind feministische Forderungen aus der ganzen Welt lauter geworden. Es sind neue Bewegungen entstanden. Wir kennen die Women's Marches, die weltweite MeToo-Bewegungen und sehr viele Initiativen in den Regionen. Ein historischer Moment war der diesjährige Frauenkampftag in Spanien, wo eben 5 bis 6 Millionen Männer und Frauen dem Streikaufruf der Frauenbewegungen folgte und es war so die größte Mobilisierung von Frauen in der Geschichte des Landes. Frauenstreik ist auch bei uns angesagt am 14. Juni, knapp 30 Jahre nach dem ersten Frauenstreiktag in der Schweiz wird dieser stattfinden und er ist bitter nötig, denn von Gleichstellung sind wir weit entfernt. Die Forderungen des Streiktages sind vielfältig und ein Teil davon wird auch in unserer heutigen Veranstaltung thematisiert, in der Veranstaltung, wo wir um den Gender-Einkommensgap sprechen, um die Frage, was ist das, was sind für Dynamiken dahinter und vor allem dann, welche Strategien haben wir, um eben diesen Gap zu überwinden und Gendergerechtigkeit herstellen zu können. Wir haben dazu zwei Referate geplant und dann eine Diskussionsrunde. Im ersten Referat geht es um einen Überblick zum Gender-Einkommensgap und im zweiten Referat fokussieren wir dann auf den Gender-Pension-Gap. Ich möchte jetzt gerne Mascha Madörin auf die Bühne bitten. Mascha ist Ökonomin und Feministin. Sie befasst sich seit sehr vielen Jahren mit verschiedenen Aspekten der Wirtschaftspolitik und Theorie aus feministischer Sicht, insbesondere mit der politischen Ökonomie von Sorge- und Versorgungswirtschaft. Mascha, darf ich dich bitten? Danke für die Einladung. Ich habe gehört, dass jemand gesagt hat, wir wissen nicht, was der Gap ist, der Gender Gap. Das Wort Gap, das englische Wort Gap, bedeutet Lücke. Und es heißt, dass etwas nicht gedacht wird, nicht abgebildet wird. Es ist auch die Rede vom Gender Data Gap, dass in den Statistiken ganz viel, in den Projekten, ganz viel der Realitäten der Frauen nicht abgebildet ist. Und Gap ist einfacher auszusprechen als zwei, drei Wörter in Deutsch. Und es ist immer einfacher, wenn man nicht so genau weiß, was es ist. Und der Einkommensgau heißt eigentlich auf Deutsch geschlechtsspezifische, also das ist offiziell Eurostat, gesamtwirtschaftliche Einkommensunterschiede. Und darüber werde ich reden, das ist mindestens 100 bis 110 Milliarden oder vielleicht noch mehr Franken pro Jahr. Und das ist ungeheuer viel. Und wir haben überhaupt noch nicht darüber diskutiert, was das heißt. Also das ist das Thema.
Ich arbeite seit vielen Jahren in der Tat zu feministischer Ökonomie und ich habe vor sehr viel zum Finanzsektor und zum Finanzblatt Schweiz gearbeitet und was ich kann, ist Statistiken lesen, falls es sie gibt und viele Schätzungen zu machen. Und ich will jetzt etwas mal zur feministischen Ökonomie sagen. Als ich beschlossen hatte, ich möchte mehr systematisch zu feministischer Ökonomie arbeiten, habe ich mir angeschaut, was eigentlich die Forderungen, welche Themen von der neuen Frauenbewegung aufgenommen wurden, die jetzt mich als Ökonomin irgendwie interessieren müssten. Das ist die soziale und ökonomische Diskriminierung. Da gibt es ja sogar eine internationale eine Konvention der UNO. Und da, denke ich, ist am meisten an Wissen entwickelt worden, insbesondere auch von Gewerkschaften. Also es geht um Frauen in der Öffentlichkeit, aber auch eben den Lohngap, die Unterschiede bei den Stundenlöhnen oder bei den Monatslöhnen zwischen Frauen und Männern, selbst wenn die Arbeit dieselbe ist. Und das Zweite ist unbezahlte und schlecht bezahlte Care-Arbeit. Ich habe mir da mal die Verlautbarung ganz viele Manifeste angeschaut, von den 70er Jahren bis heute. Und das kommt chronisch, egal wo es Frauen, Märsche, Demonstrationen oder irgendetwas gibt, gibt es immer Verlautbarungen, ziemlich verwirrlich zum Teil dazu. Und die Verlautbarungen sind immer dieselben seit den 70er Jahren. Und das hat mich zunehmend interessiert. Und ein ganz wichtiger Begriff, den die Frauenbewegung aufgenommen hat, ist der Begriff der Arbeit. Das ist eine wichtige Voraussetzung für mich, um überhaupt über gesamtökonomische Fragen nachzudenken. Aber es ist jetzt nicht im Zentrum von heute. Es ist einfach so, dass die Arbeitsprozesse und die Zeitökonomie für alles, was personenbezogene Dienstleistungen sind, wo es um die direkte Sorge und Versorgung von Menschen geht, dass es ganz andere ökonomische Dynamiken hat als die Produktion von Autos oder Gütern oder irgend sowas. Und das ist noch kaum wirklich thematisiert. Also theoretisiert, also was das überhaupt heißt. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist Geld, Macht, sozialer Status und sexuelle Gewalt. Diese Debatte ist ein bisschen verschwunden als die ökonomische Debatte über sexuelle Gewalt. Und ich denke, wir müssen sie wieder aufnehmen. Und damit verbunden ist eine ganz wichtige Forderung, ein unabhängiges, existenzsicherndes Einkommen. Vor allem unabhängig im Sinn nicht von persönlichen Verhältnissen, also vom Ehemann oder vom Vater oder von wem auch immer abhängig zu sein, finanziell. Das wurde immer im Zusammenhang mit Gewalt diskutiert. Ich komme jetzt zur Einleitung. Bei allen Diskussionen über feministische Wirtschaftspolitik oder feministische Wirtschaftstheorie gibt es einen sehr großen Elefanten im Raum. Man müsste fast sagen, eine Elefantenherde, über die niemand so richtig reden will. Und deshalb mache ich jetzt diese Einleitung. Ohne diese Einleitung geht es nicht. Es geht um die Aspekte und Größenordnungen der Sorge- und Versorgungswirtschaften in unserer Gesellschaft. Und es ist ein schwieriges Thema für die feministische Ökonomie. Zum Teil, weil es ist politisch schwierig, überhaupt gehört zu werden. Und also gut, ich bin jetzt 73 und mache das schon seit den 80er Jahren mit. Und ich muss sagen, es ist ein ewiges, komisches Fighten um Argumente, überhaupt, dass überhaupt argumentiert wird. Und es ist wirklich schwierig, aber es ist auch theoretisch schwierig, weil wir nicht gewohnt sind, über Ökonomie so zu denken, dass die Sorge- und Versorgungswirtschaft überhaupt Platz hat drin. Was Sie hier sehen,
ist, jetzt muss ich ja an, sieht man das ja, das ist in Millionen Stunden, was Frauen rot oder pink und in blau Männer, wie es sich gehört, arbeiten pro Jahr. Das ist Landwirtschaft und Forstwirtschaft, das wird jedes Jahr, können wir das nachschauen. Das ist Industrie, Energie und Bauwirtschaft. Da seht ihr einen sehr kleinen Teil. Das ist 2016, also sehr, sehr neu. Dann sind das alle Dienstleistungen, die nicht personenbezogen sind. Also das sind vor allem die Banken, Versicherungen, aber auch Autoeinkäufe, Großhandel, Informatik und alle die Dienstleistungen, die gemacht werden für Unternehmen oder für den Staat, also nicht für einzelne Personen. Und dann ihre öffentliche Verwaltung. Und hier kommen wir jetzt zu dem, zur Sorge- und Versorgungswirtschaft. Das A ist alle unbezahlte Arbeit, Frauen, Männer. Und das B ist hier Gesundheitswesen, Erziehung und Unterricht. Und hier sind einfach verschiedene zusammengefasst. Das ist dann sehr, das würde ja ein bisschen mehr Arbeit brauchen, als ich machen will. Es ist einfach ein bisschen zusammengestellt. Aber es ist nicht, diese beiden sind sehr staatlich finanziert. Und da sind die zwei größten Bereiche, sind Gastgewerbe und Detailhandel. Und hier hinten ist freiwillige Arbeit institutionalisiert. Also da ist auch der Sport. Also wenn ich in einem Verein bin und ehrenamtlich die Buchhaltung des Sportvereins mache, das ist drin. Und da ist die Mehrheit der Stunden sind Männer. Es ist Sport, Politik, Verbände und dann auch Kirche, das ist dann wieder eher das, was ich Care-Ökonomie nennen würde. Und die informelle Freiwilligenarbeit, das ist Nachbarschaftshilfe oder wenn ich jemanden unterstütze in einem anderen Haushalt. Und das sind alle Arbeiten, die geleistet werden im Haushalt der Befragten. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Und wenn Sie sich das ansehen, es ist einfach wahnsinnig viel. Und dieser Bereich, 85% der bezahlten und unbezahlten Arbeit, die Frauen leisten, findet in diesem Bereich statt. Es ist naheliegend, wenn ich feministische Ökonomie betreibe, wo ich vor allem überhaupt Fragen stelle zur Realität der Frauen, ist es völlig klar, ich muss darüber arbeiten. Und für mich war, aber ich will jetzt nicht viel mehr darüber sagen. Ich muss nur noch schauen, ob ich etwas Wichtiges vergessen habe. Was ich noch vergessen habe, die Hälfte, also von hier ist es bezahlte Arbeit der Sorge- und Versorgungswirtschaft und das ist unbezahlte Arbeit. Und die Hälfte sämtlicher bezahlten Arbeit von Frauen findet auch in diesem Sorge- und Versorgungssektor statt. Manchmal wird sehr nicht dazu gerechnet in der internationalen feministischen Literatur, aber das, ich will nicht darüber reden, was ich, also es ist nicht, es wird manchmal so entschieden, manchmal so entschieden, wenn ihr Literatur lest, dann müsst ihr einfach schauen, was ist jetzt dabei. Im Englischen wird es sehr oft das Wort Care Economy gebraucht, also in Britannien und im Englischen der USA wird es als Social Provisioning bezeichnet. Und Social Provisioning ist am nächsten zum Begriff Sorge- und Versorgungsarbeit. Hier ist das gleiche Bild, aber anders zusammengesetzt. Was ihr in Schwarz seht, ist der Anteil am Bruttoinlandprodukt. In jedem Bereich, den ich da aufgezeichnet habe. Und Bruttoinlandprodukt ist alle Löhne, alle Lohnkosten plus Abschreibungen plus Gewinne. Das Bruttoinlandprodukt. Folglich sagt das,
etwas darüber aus, wie viel Löhne maximal bezahlt werden können. Sie können nicht mehr Löhne bezahlen, als erwirtschaftet wird, als bruttoproduktmäßig erwirtschaftet wird. Und da seht ihr, dass es gibt es einfach zwei große Bereiche. Im Verhältnis zum Volumen der Industriearbeit, das Rot ist der Anteil an Stunden, die gearbeitet werden, Anteil an sämtlicher bezahlten und unbezahlten Arbeit. Und da seht ihr, dass relativ wenig, was an Bruttoinlandprodukt auch als Geldströme entstehen in der Sorge- und Versorgungswirtschaft, das sind 27% des Bruttoinlandprodukts, aber 85% der Arbeit der Frauen. Also 27% und 85%. Und dieses Bild zeigt zwei Dinge, die eben die Debatte komplizieren. Wenn wir von Lohnlücke reden, dann meint man meistens innerhalb der Branche. Also die Lohnlücke ist enorm groß im Banken- und Finanzsektor oder im IT-Sektor, im Forschungssektor. Und das ist alles hier. Aber über diese Lohnlücke, also das Lohnniveau in diesen Bereichen und das Lohnniveau in diesen Bereichen, wie viele Franken pro Stunde im Durchschnitt bezahlt werden, ist kaum die Rede. Und das ist ein anderer ökonomischer Mechanismus als die Lohnlücke im Finanzsektor oder wo die Lohnlücke relativ klein ist, aber die Löhne sehr hoch, ist in der Pharmaindustrie. Aber bei der neuen Entwicklung neuer Techniken, all das Beratungszeugs und so, sind die Lohnlücken enorm groß zwischen Frauen und Männern. Und ihr seht, es gibt jetzt zwei Probleme, wenn ich als feministische Ökonomie betreibe. Das erste ist, Ökonomie wird nur in Geld gerechnet, auch linke Ökonomie. Man redet vom Verwertungsprozess des Kapitals, wie viel Geld am Schluss in den Händen Kapitalisten ist, wenn sie links sind. Und wenn sie rechts sind, reden sie davon, wie effizient und produktiv diese Sektoren sind. Aber das Problem ist, dieses Niveau ist nicht erklärt und dieser Teil kommt nicht vor. Unbezahlte Arbeit kommt nicht vor. Und diese zwei Punkte möchte ich mehr sagen. Jetzt komme ich von der Einleitung zu Zeit und Geld. Und ich will zu drei Punkten kurz etwas sagen zum Gender Pay Gap. Das ist die Lohnlücke. Und der GAU, der Einkommens-GAU, der eigentlich GAI heißen sollte, aber GAU ist schöner und treffender, das ist die gesamte, also wie viel Jahreseinkommen Frauen pro Jahr weniger auf dem Konto haben und gut geschrieben in den Pensionskassen und in der AV als Männer in der Schweiz. Es ist ein bisschen kompliziert zum Berechnen. Aber dann will ich etwas über Tendenzen sagen, welche Einkommensunterschiede sich vergrößern und für mich politische Forderungen dann. 2017 hat Eurostat ist das statistische Amt der EU und die Schweiz hat sich Eurostat angeschlossen und zum Teil findet man Statistiken bei Eurostat, die man auf der Website des Bundesamtes für Statistik nicht findet. Aber die hat eine Vereinbarung, was sie liefert. Und dieser Einkommensunterschied, Einkommensunterschied der Frauen, das gibt es nicht bei Bundesamt für Statistik, obwohl wir die Daten hätten von der AV her. Und weil es für alle europäische also alle zur EU gehörigen Länder und noch zu Schweiz, Norwegen und so Daten gibt, kann man sie vergleichen. Und in der Schweiz ist es mindestens 100 Milliarden Franken pro Jahr oder man kann auch von 110 reden. Das sind so riesige Beträge, ob 10 oder 2 Milliarden mehr oder weniger spielt, das scheint für uns doch ziemlich viel zu sein, aber als Ökonomin muss ich
Makroökonomie muss ich sowieso ein bisschen grob rechnen. Auch das BIP ist sehr, sehr grob. Und Deutschland, Österreich, Niederlande, Vereinigtes Königreich haben etwa die gleiche Größenordnung. Es ist das Dreifache der Bildungsausgaben vom Bund, Kanton und Gemeinden, von sämtlichen, vom Kindergarten bis zur Universität, ist unglaublich viel. Oder es ist 30% der gesamten Konsumausgaben der Haushalte. Also wenn Frauen dieses Geld hätten, gut, dann hätten sie noch ein bisschen weniger, weil ein Teil auf die Pensionskassen und die AV bezahlt werden muss. Aber sie hätten unglaublich viel mehr Geld zur Verfügung in ihrem täglichen Leben. Die Zusammensetzung, ich habe dann berechnet und berechnet, und 75% von diesen 110 oder 100 Milliarden Franken sind zurückzuführen, dass Frauen viel mehr unbezahlte Arbeit machen als Männer. Und etwas, wenn sie jemals kritische Ökonomie betreiben wollen, müssen sie verstehen, dass man im Grunde genommen Geld drucken kann. Geld ist nicht im Prinzip knapp. Es wird sehr knapp gehalten für uns. Aber was knapp ist, ist unsere Zeit. Es sind 24 Stunden pro Tag. Und wenn wir uns die Daten anschauen, dann sind im erwerbsfähigen Alter arbeiten Männer und Frauen ungefähr pro Woche oder ungefähr gleich viel bezahlt und unbezahlt. Gleich viele Stunden. Im Pensionsalter arbeiten die Frauen mehr, weil sie einfach viel mehr Haushalt machen und Männer, ich weiß nicht was, machen. Dann 25%, also es ist übrigens, ich habe schon Daten gesehen, ältere, und es ist sehr asymmetrisch im Alter. Und 25% des Betrags sind zurückzuführen auf das, was die Lohnlücke ausmacht. Das ist das, was immer wieder zitiert wird, das gegenwärtig. Wenn man alle einfach pro Stunde rechnet, ist es im Durchschnitt 19,6% in der Schweiz gegenwärtig. Und das ist das, was vor allem von Frauen, die sich mit gewerkschaftlicher Arbeit befassen, ein sehr wichtiges Thema ist. Es ist immer noch sehr groß. Und man hat festgestellt, dass zum Beispiel in gleichen, also man hat die ETH hat untersucht, Unternehmen, die in verschiedenen Regionen Filialen haben und haben dann festgestellt, dass je konservativer dort abgestimmt wird, desto größer der Gender Pay Gap ist. Und das nennt man Lohndiskriminierung. Also das Unternehmen hat keine guten Gründe, außer dass es eine konservative, je SVP, desto Lohngap. Und sie können, also, und das sind die unerklärten Lohndifferenzen. Und davon, also von diesen 110 Milliarden sind etwa 11% etwas, was sehr schwer irgendwie erklärt werden kann, ökonomisch, dass es andere Branchen ist, dass die Frauen nicht wirklich Karriere gemacht haben und keine Karrierelöhne haben und so weiter. Und das ist das Thema bei der Abstimmung von Altersvorsorge 2020. Aber es ist, als diese 11%, die vor allem dann, Frauen haben dann gesagt, der Frauenkommission der SP zum Beispiel, oder die mussten das dann übernehmen, das wurde gesagt, dass bevor diese Lohndiskriminierung abgeschafft ist, sollte das Rentenalter der Frauen nicht erhöht werden. Oder bevor ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden, um das abzuschaffen. Aber das sind nur 11%, das ist immer noch viel. Das sind so 12 Milliarden Franken, das ist sehr viel. Aber es ist trotzdem nur 11% dessen, was tatsächlich zur Debatte stehen müsste. Jetzt komme ich zu den Tendenzen. Das war jetzt die Erklärung dieser Asymmetrie, Einkommenslücke. Jetzt komme ich. Ah, da fehlt etwas. Ah.
Afrika? Nein, ist okay. Jetzt komme ich zu den Tendenzen, die man feststellen kann. Was Sie hier sehen, ist das Blaue ist Gastgewerbe. Die Löhne verglichen, die Stundenlöhne durchschnittlich verglichen mit den Industrielöhnen. Das ist in Deutschland ist nicht mal 50%. Dann haben Sie Erziehungswesen. Dann haben Sie hier Gesundheits- und Sozialwesen. Das sind immer die Stunden, also die Arbeitskosten pro Stunde. Das heißt Löhne plus alle Sozialbeiträge plus Bildungskosten und Krankheitskosten von alles, was die Unternehmen bezahlen müssen im Zusammenhang von Löhnen. Und das Gelbe sind sonstige Dienstleistungen. Hausarbeit ist leider bei diesen Statistiken, also Hausangestellte sind leider bei diesen Statistiken nicht dabei. Und da sehen Sie, Deutschland hat mit Abstand die schlimmste Differenz zwischen durchschnittlichen Industrielöhnen und durchschnittlichen Löhnen in der Sorge- und Versorgungswirtschaft. Dann haben Sie Dänemark, Frankreich, Österreich und Schweden. Das ist relativ tief, also das ist nicht sehr hoch. Auch da sind große Unterschiede. Und dann kommen wir zum Vereinigten Königreich und das hat eine ähnliche Struktur wie die Schweiz. Relativ hohe Durchschnittslöhne für Bildung und dann relativ fast 100% im Gesundheitswesen, fast im Durchschnitt 100% der Löhne im Gesundheitswesen. Schweiz ist ein bisschen tiefer. Das zeigt einfach dieser Unterschied. Also ich habe vor den Unterschied zwischen Bruttoinlandprodukt und in den verschiedenen Sektoren gezeigt. Hier sind es die Löhne. Also im Finanzsektor wird ja unglaublich viel bezahlt für ein paar wenige hohe Kader. Aber das heißt nicht, dass dann... Und die Löhne, die tiefsten Löhne sind höher als im Pflegeheimen zum Beispiel für Hilfspflege. Aber es wird ja nicht alles ausbezahlt. Ein riesiger Teil ist das, was wir in der Theorie Akkumulation nennen, sind einfach Profite. So werden die Unternehmen werden in der Industrie ein wenig reich und im Finanzsektor noch sehr viel reicher. Und ich habe mir dann angeschaut, was passiert eigentlich in der Schweiz. Seit 2002 habe ich die ersten Zahlen. Was Sie hier haben, ist der Unterschied zwischen Industrielöhnen im Durchschnitt und Finanz- und Versicherung. Das war 2002 140% und 2016 fast 160%. Also dieser Unterschied ist noch gestiegen. Und dann haben Sie das Gastgewerbe, das ist immer noch auf lausigen 60%, besser als Deutschland, aber es nimmt eher ab. Bei Erziehungs- und Unterricht hat es abgenommen auf ein bisschen mehr als 100% und Gesundheits- und Sozialwesen hat es auch abgenommen. Also es gibt eine Tendenz, dass die Löhne abnehmen im Sorge- und Versorgungssektor. Und jetzt kommen wir zur Tendenz. Also es gibt einen wahnsinnigen Druck bei uns auf die Löhne im Gesundheitswesen und im Erziehungswesen, weil das finanziert wird vom Staat. Und vor allem bei ärmeren Kantonen wird das wirklich zum Problem eines Kantons, im Großen und Ganzen Kantonsausgaben sind. Was ihr hier seht, sind verschiedene Verschiebungen seit 1991. Was ihr hier seht, das sind in Vollzeitäquivalenten umgerechnet, das nicht Erwerbstätige. Beschäftigte Frauen, das hat etwa zweieinhalbfach zugenommen im Vergleich zu den Männern, absolut. Männer haben die Jobs seit 1991 im Vollzeitäquivalenten gerechnet weniger zugenommen als die Wohnbevölkerung. Dann habt ihr hier, wo haben sie ab und zugenommen? Und bei den Männern habt ihr eine Tendenz. Zum einen sind die Industriejobs, 191.000 und 192.000 Industriejobs
weggefallen in dieser Zeit, aber 261.000 in ja, noch fünf Minuten, 261.000 im Dienstleistungssektor, der nicht personenbezogen ist. Und hier hat es zwei Teile. Es hat sehr hohe, etwa 70.000 Jobs, die neu geschaffen wurden, mit sehr hohem Lohnniveau und sehr hohen Lohnlücke gegenüber den Frauen. Und auch Frauen hat in diesem Sektor, im Dienstleistungssektor zugenommen. Und hier ist der Versorgungssektor. Und da seht ihr, das ganz große Zunahme von 288.000 im Vergleich zu 349.000 sind etwa 82% der Zunahme der Arbeitsplätze der Frauen sind im Sorge- und Versorgungssektor, konkret im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen. Und das ist natürlich sehr wichtig zum Verstehen, weil der große Kampf geht darum, wie hoch sind da die Löhne und wie viel ist der Staat, ist die Politik bereit, dafür Geld auszugeben. Nicht gerade schöne, nicht in der Schweiz eine furchtbare Situation. Unser Glück ist, dass einfach traditionell die Löhne relativ hoch gewesen sind im Sozial, also alles, was staatlich finanziert war. Dann Tendenz 3, die Arbeitsproduktivitäten driften auseinander. Die Preisrelationen ändern sich. Man kann immer schneller Autos produzieren, aber nicht immer schneller pflegen, Kinder betreuen, Taxi fahren, Haare schneiden, Gemüse rüsten oder kochen. Entweder macht das jemand, der nicht dafür bezahlt ist oder miserabel schlecht, oder man macht es nicht. Und das ist nicht möglich. Und es gibt eine sehr tollen Artikel von Lauren Summer, der als großer Frauenfeind zu Recht verschrien ist, aber zumindest kann er rechnen. Und seine Berichte sind wesentlich besser, als was ich jemals gelesen habe von Berichten vom Bundesrat, muss ich sagen. Egal welcher politische Hintergrund. Das sind 30 Jahre Veränderung der Preise. Also man nimmt an, alle Preise waren 100. Das war 1982. Und dann hat er geschaut, wie hoch sind die Preise 2012 gewesen. Und durchschnittlich das, was wir Konsumentenpreisindex nennen, ist 231. Also der hat zugenommen in 30 Jahren um das. Wenn man weniger Lohnerhöhungen hat in dieser Zeit, dann sagt man, die Reallöhne sind gesunken. Also man hat nicht... Die Löhne sind nicht entsprechend den Preisen, Konsumentenpreisindex gestiegen. Der entscheidende Punkt ist, dass eigentlich das, was wir sagen, ja, die Reallöhne steigen, dass wir mit den Löhnen jetzt ganz andere Dinge kaufen können, locker und flockig, und andere Dinge überhaupt ganz schlecht mehr kaufen können, weil der Lohn nicht ausreicht. Wenn ihr da unten seht, Fernseher ist 20 Mal billiger als vor 30 Jahren, Spielzeuge die Hälfte so teuer. Und das seht ihr, geht in die Shops, geht in die Kinderzimmer schauen, die sind vollgemüllt mit billigen Spielzeugen. Das kann man sich leisten. Jeder kann sich das leisten. Und dann die medizinische Behandlung, 419, und College-Unterricht. Das kann sich auch eine Mittelklassefamilie kaum mehr leisten. Das ist wahnsinnig teuer. Und diese zwei rosa Zahlen sind eigentlich das große Thema der linken Demokraten in den USA. Weil bei uns wird es staatlich finanziert, hauptsächlich. Und das Problem ist, die staatliche bei uns redet man über zu viel Staatsausgaben und Sozialstaat, Krise des Sozialstaates. In den USA ist es die Krise der Familien, der Individuen, die völlig verschuldet sind wegen der medizinischen Unterstützung, die sie brauchen, oder weil sie Kinder ins College schicken wollen. Zur feministischen Wirtschaftspolitik, ich habe das nur grob gesagt, versucht, ich bin überzeugt, dass wir nicht eine feministische Wirtschaftspolitik formulieren können,
wenn wir nicht besser verstehen, wie diese Sorge- und Versorgungswirtschaft im Gesamten funktioniert, aber wie sie auch selbst funktioniert. Ich habe jetzt mehr als 10 Jahre systematisch darüber gearbeitet, stoße auf immer mehr Fragen und finde nirgends Literatur. Es hat ganz wenig, also es ist noch sehr wenig erarbeitet. Und das ist dann auch das Totschlägerargument, das eigentlich ständig, zum Beispiel in der Linken kenne ich sehr gut, in- und auswendig, immer dann die gesamtwirtschaftlichen Argumente kommen, wo dann die Sorge- und Versorgungswirtschaft gar nicht vorkommt. Und ich schaue immer mit großem Interesse die Kapitel an, die Aufteilung der Kapitel in Programmen. Und wenn es kein Kapitel zur Sorge- und Versorgungswirtschaft in die Zukunft hat, in Partei- und Gewerkschaftsprogrammen, dann finde ich es einfach hoffnungslos. Es gibt einfach sehr viele systemische Fragen, die wir nicht geklärt haben. Es gibt ganz viele Fragen, über die ich ja nicht reden kann. Das wäre wirklich 4-5 Abende nur Fragen, die an sich anders stellen, als was wir gemeinhin, wenn wir etwas meinen, von Wirtschaft zu verstehen, gemeinhin denken, es sei so. Das Zweite ist, auch die Gleichstellungspolitik muss neu diskutiert werden. Diese schönen Eurostat-Zahlen zeigen einfach den Unterschied. Ich bin bald fertig. Zeigen einfach den Unterschied und zeigen, und da gibt es 3 Länder, die für uns, die wirklich interessant sind. Ich finde, es sollten Leute aus diesen Ländern eingeladen werden, die uns ihre Verhältnisse erklären. Das ist Schweden, das immer noch eine Einkommenslücke von 26% hat. Das wäre umgerechnet auf die Schweiz 57 Milliarden, auch nicht wenig. Sehr viel besser als bei uns, aber auch nicht wenig. Frankreich hat einen GAU von 31%. Schweden ist ein Musterland der Gleichstellung und Frankreich ist es eigentlich auch, mit den Strukturen, die sie geschaffen haben. Und ich möchte gerne wissen, woher diese 31% kommen. Frankreich hat eine Normalarbeitszeit, die tiefer ist als Schweden. Also die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung hat offenbar in Frankreich nicht gerade zu wie viel Gleichstellung das geführt hat. Dann Niederlande ist sehr interessant. Die haben in den 90er Jahren eine Gleichstellungspolitikdebatte, eine strategische Debatte geführt, das von der Regierung her, und haben sich geeinigt auf Teilzeitlösungen. Die Förderung von Eltern, Teilzeiteltern, Erwerbsarbeit, auch für Männer, die haben sehr gute Gesetze gemacht, dass Männer fast nicht mehr sagen können, sie wollen das nicht. Und trotzdem hat sich funktioniert und der Einkommensdifferenz ist größer als in der Schweiz. Und ich muss ehrlich sagen, entweder stimmen die Berechnungen nicht oder ich verstehe es nicht. Ein weiterer Punkt, das muss in Zukunft offizielle Zahlen werden. Es geht einfach nicht, dass ich sozusagen das berechne. Und wir versuchen das schon ein bisschen bekannt zu machen. Aber es geht einfach nicht, dass der Bundesrat das nicht berechnet wird und nicht stehender Teil in jedem politischen, wirtschaftspolitischen Projekt ist, wo man sich überlegt, was heißt jetzt das? Also es wird ständig, wird sozial Versicherungen werden gekürzt auf Kosten der Frauen, obwohl schon sehr viel auf Kosten der Frauen gekürzt ist. Ein vierter Punkt ist, wir müssen, das ist der Standard, die bezahlbaren oder unentgeltlichen Kinderkrippen und Kindertagesstätten sind vordringlich, ebenso der massive Ausbau der Langzeit- und Altenpflege. Und die Mindestlöhne müssen unbedingt in diesem Bereich erhöht werden und falls sie überhaupt existieren und generell die Löhne im Bereich der Care-Ökonomie. Also das ist absolut wichtig. Verkürzung der Normalarbeitszeit ist nur möglich, wenn die Stellen in arbeitsintensiven Jobs entsprechend aufgestockt werden. Man kann im Alters- und Pflegeheimen nicht mehr die Arbeitszeit verkürzen. Und das kann man bei Toyota oder in Industriebetrieben und vor allem in Banken könnte man das. Aber man kann sie nicht verkürzen, ohne die Stellen aufzustocken.
Und dann der fünfte Punkt, dass das, was wir hören werden, noch, ich glaube, wir müssen die Renten in der Rente einen Betreuungsbonus auch für die Pensionskassen irgendwie einführen und mindestens, ja, es muss etwas eingeführt werden, weil selbst wenn wir Gleichstellungspolitik haben, das wird noch Jahrzehnte dauern, bis sich das wirksam positiv auswirkt bei den Renten. Und dann feministische Wirtschaftspolitik, die unbezahlte Arbeit, viel mehr muss bezahlt werden und wir müssen diese Frage neu diskutieren. Und ich bin der Meinung, dass Lohn für Hausarbeit mindestens eine Variante ist, die ernsthaft diskutiert werden muss. Und schon nur deshalb, damit es endlich mal interessant wird in der Diskussion. Und der dritte Punkt ist die Gleichstellungspolitik, die darauf beruht, die unter den bestehenden Verhältnissen die volle Erwerbsarbeit zu fördern, ist meiner Ansicht nach eine Illusion. Und dann der achte Punkt ist, wir müssen uns, das ist einer der wichtigsten Punkte für mich, wir müssen uns wirklich gegen jegliche Senkung der Staatsausgaben wehren. Das ist völliger Nonsens. Das geht einfach nicht. Und der neunte Punkt, eigentlich ist bis jetzt, wurde Lebensstandard verbunden mit höheren Löhnen und tieferen Preisen. Das ist für die industrielle Produktion möglich gewesen, aber es ist nicht möglich für die personenbezogenen Dienstleistungen. Und was jetzt? Es gibt nur entweder anständige Löhne und hohe Preise oder niedrige Preise und unanständige Löhne. Und das wird nicht so diskutiert. Und das müssen wir neu zu diskutieren beginnen. Und wir brauchen, es gibt auch solche Gerechtigkeitsfragen, wird es auch beim ökologischen Umbau brauchen, weil dort wird auch arbeitsintensivere Arbeit geschaffen werden und wer finanziert. Sie, wie hoch werden die Löhne sein und so weiter. Und wir brauchen dringend eine öffentliche Diskussion darüber, weil niedrige Preise, hohe Löhne ist das Stille, war immer das Projekt der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften, aber das funktioniert nicht im Bereich der Sorge- und Versorgungswirtschaft. Und jetzt bin ich fertig. Ja, vielen Dank, Mascha, für dieses sehr reiche, sehr interessante und umfassende Referat. Du hast gesagt, wir könnten über die einzelnen Punkte drei Abende machen. Hier müssen wir zusammenfassen. Aber ich denke, es gibt einen sehr wertvollen und wichtigen Überblick. Mitte April erscheint die nächste Denknetz-Zeitung und da ist ein langes Interview drin mit Mascha zu eben diesen Themen. Also wenn jetzt noch Verständnisfragen auftauchen, dann würde ich mal empfehlen, lest die nächste Denknetz-Zeitung, das Interview, die wird mit der WOTS ins Haus geschickt und Denknetz-Mitglieder erhalten sie sowieso. Ich freue mich jetzt, zum zweiten Referat Ruth Gurni zu begrüßen. Fälschlicherweise ist Ihr Beitrag als Co-Referat im Programm aufgeführt und Co-Referat wäre ja jetzt ein Co-Referat zu dem, was wir hörten. Das ist nicht der Fall, sondern Ruth wird über den Gender Pension Gap sprechen, also den Einkommensunterschied für Frauen im Pensionsalter nach der Pensionierung. Und auch hier geht es wieder um Dimensionen, Hintergründe, Perspektiven. Aber wir haben einen kürzeren Zeitslot abgemacht, dass wir nachher wirklich auch noch Zeit haben für die Diskussion. Ruth Gurni ist Soziologin, ehemalige Professorin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sie war langjährige Präsidentin des Denknetzes und in dieser Funktion eben auch meine Vorgängerin. Und ich freue mich, Ruth, dich jetzt auf die Bühne zu bitten. Thank you.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt alle noch Kraft und Energie, jetzt auch das noch anzuhören, nach dem sehr reichhaltigen Referat von Mascha. Ich möchte in der gegebenen Kürze versuchen zu beleuchten, was das, was Mascha gesagt hat, für Frauen bedeutet, nach einem langen, arbeitsreichen Leben, wenn sie denn alt werden. Wie wirkt sich das aus? Und in meinem Titel sage ich bereits, wie sich das auswirkt. Es gibt eine massive Gerechtigkeitslücke in der Alterssicherung. Machen wir zuerst mal einen Blick ins europäische Umfeld. Um was geht es denn eigentlich? Um wie viel Prozent sind die Frauenaltersrenten tiefer als die der Männer? Und da ich bin nicht sicher, ob man... Nee, aber man sieht es, genau. Die Schweiz ist nicht ganz am schlimmsten dran. Also je höher der Balken ist, desto größer ist dieser Gap. Nicht ganz so schlimm dran, aber ziemlich schlimm dran. Und werden aber noch sehen, dass es bezogen auf das, was ich beleuchten will, nämlich die zweite Säule, eigentlich noch viel, viel, viel schlimmer wäre. Die AHV rettet uns ein bisschen in ein nicht akzeptables Level, aber macht, dass wir nicht total über sozusagen das, was die Tabelle überhaupt ausweisen kann, hinausgeht. Okay, es ist offensichtlich, wie wir das im europäischen Umfeld sehen, ein weit verbreitetes Problem. Die Gründe haben wir von Mascha gehört. Es gibt den Gender Pay Gap, also diese Ungleichheit im Lohn bei gleichen Arbeiten. Dann gibt es den Gender Overall Earning Gap, das, was eben passiert, wenn man die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen anschaut, sowohl in Bezug auf die bezahlte Arbeit als dann insbesondere unter Berücksichtigung der nicht bezahlten Arbeit. Und landläufig ist es natürlich so, ja klar, das ist halt so, denn nur bezahlte Arbeit generiert Rentenansprüche und daraus entsteht zwingend halt leider und so, und da können wir ja nichts machen vorläufig, entsteht zwingend der Gender Pension Gap. Ich sage das ironisch, weil selbstverständlich können wir etwas dagegen machen. Ich muss ganz kurz eine kleine Expedition machen. Viele von euch kennen das und darum kann ich da kurz drauf angehen. Wir haben in der Schweizer Alterssicherung das System der drei Säulen. Die erste Säule, die AHV für die Existenzsicherung. Die zweite Säule mit der Pensionsversicherung BVG, Versicherung soll die gewohnte Lebenshaltung ermöglichen, und dann gibt's noch die dritte Säule für die, die sich's leisten können, so zusätzliche, schöne, große Bedürfnisse. Das ist unser System, dem haben wir, sagen wir mal, leider halt irgendwann mal zugestimmt, diesem Drei-Säulen-Prinzip. Okay. Beleuchten will ich nur ganz kurz die erste und die zweite Säule in Bezug auf diesen Gender Gap. Wie groß ist in der Schweiz der totale Gender Pension Gap, also diese Lücke? Da seht ihr, diese Rentenlücke sind diese 37%, die wir haben, wenn wir die durchschnittlichen Renten von Männern und Frauen vergleichen. Das sind diese 37%, die im internationalen Vergleich uns da so positioniert haben, dass wir nicht ganz total extrem schlimm dran sind, aber eben doch schlimm dran sind. 37%. Ich will das noch etwas näher beleuchten. Wie verteilt sich denn das auf die drei Säulen? In der AHV ist der Gender Gap fast inexistent. 2,7% existiert, zugegeben, aber sehr, sehr klein. In der beruflichen Vorsorge unserer zweiten Säule ist er enorm. 63%, und dann gibt es noch diese private Vorsorge, die lassen wir ohnehin mal raus, aber im Schnitt gibt das dann diese 37%. Warum haben wir diesen großen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Säule? Wir können sagen, es ist merkwürdig, in beiden Säulen geht es ja darum, dass halt die Anzahl Erwerbsjahre berücksichtigt werden und die Höhe des Erwerbseinkommens. Warum haben wir denn überhaupt einen Unterschied? Die Situation in der AHV ist eben so, dass sie ausgleichend wirkt. Das gesamte Einkommen wirkt rentenbildend.
Und es gibt eine Plafonierung der Leistungen. Wir kennen das, wir sagen ja, die AHV ist unser ganz, ganz großes Sozialwerk, das eine große Umverteilungsmaschine real wirklich ist, weil wir auf die großen Löhne sehr viel oder auch AHV-Abgaben haben, aber die Renten, die daraus dann generiert werden, sind dann nicht so exorbitant hoch, sondern die höchste im Verhältnis zur tiefsten Rente ist im Verhältnis 1:2. Und es gibt seit der 10. AHV-Revision eben die Gutschriften für Erziehungs- und Betreuungspflichten. Das war ja sozusagen die Frauenrevision. Dort hat man zum ersten Mal anerkannt, dass es etwas gibt wie Arbeit, die zwar nicht bezahlt ist, aber enorm wichtig ist, gesellschaftlich gesehen total wichtig ist, unentbehrbar ist und deshalb eben rentenbildend wirken soll. Und man hat Gutschriften eingeführt in der AHV. Das ist ein enorm wichtiges Teil, neben der Tatsache, dass das gesamte Einkommen rentenbildend ist. Das führt dazu, ich habe es vorher gesagt, in der ersten Säule in der AHV haben wir keine kleine Gerechtigkeitslücke. 606 Franken im Jahr sind die AHV-Renten der Frauen tiefer. Das ist nicht nichts, 600 Franken für Leute mit einem schmalen Portemonnaie sind 600 Franken, das ist klar, sind 2,7%. Aber eben im Vergleich zu dem, was ich jetzt erzähle, ist es nichts. Die zweite Säule hat eben ein paar ganz massive Nachteile für die Frauen. Es wird ein Beitrag erst ab der Grenze des Koordinationsabzugs möglich. Kleine Einkommen, und sehr viele Frauen haben kleine Einkommen, aus Gründen der großen Belastung im Bereich der unbezahlten Arbeit. Die kleinen Einkommen unter, in diesem Jahr ist jetzt 24.825 Franken, das ist dieser Koordinationsabzug, wirken nicht rentenbildend. Es gibt keine Gutschriften für Erziehungs- und Betreuungspflichten und es gibt eine hohe Spreizung der Renten, anders als in der AHV. Folge. Die Frauen-BVG-Renten sind im Schnitt 18.674 Franken tiefer als die der Männer. Das ist enorm. Das ist enorm. Das sind die 63%, die ich vorher in der Übersichtsfolie gezeigt habe. Das ist wirklich unglaublich stoßend. Das ist etwas, was wir nicht akzeptieren dürfen. Das Problem ist weiterum erkannt, muss ich sagen. Ich habe gefunden, dass zum Beispiel die Swiss Life Versicherungsgesellschaft sagt, ja, wie lässt sich der Gender Pension Gap überwinden? Eine kleine Broschüre dazu mit dieser Frau, die da kämpferisch dasteht. Wenn ich mir anschaue, was dann vorgeschlagen wird, gibt es da 4 Punkte. Der erste, können wir noch sagen, ja okay, Rahmenbedingungen für Erwerbsarbeit der Frauen verbessern, aber es reicht nicht, Mascha hat uns gezeigt, wenn Frauen dann in Bereichen arbeiten, wo halt die Löhne aus Gründen, wie du sie ausgeführt hast, viel, viel tiefer sind, dann wirkt das nicht stark, dass man die Rahmenbedingungen verbessert. Da wird auch gefordert, Öffnung der Rentensysteme für verschiedene Arbeitsverhältnisse, Minijobs, tiefe Löhne, kleine Pensen, ob das wirklich die Lösung sein soll, können wir nachher darüber reden. Ich denke es nicht. Und rot kursiv aufgeführt habe ich das, was ich absolut stoßend finde. Und ich denke ihr auch. Individuelle Ebene, besser sparen lernen. Früher sparen fürs Alter. Super. Vor allem mit diesen Löhnen, die man da generiert und vor allem mit diesen kleinen Pensen. Und dann zu unters, das habe ich wirklich noch das Beste gefunden, besseres Risikomanagement, kleine Beträge sparen, um Zinseffekt zu nutzen. Ich bin froh zu sehen, dass nicht nur ich lache. Unsere Antwort ist natürlich anders. Unsere Antwort seitens Denknetz, muss ich jetzt mal sagen, wir können nachher darüber sprechen, ist, diese zweite Säule ist eine Missgeburt. Diese zweite Säule muss grundlegend umgebaut werden. Wir werden nachher darüber sprechen, ob Umbau oder Liquidation nötig ist. Wir denken, umbauen, ohne Verliererinnen, Verlierer zu schaffen. Wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich viele Leute das Gefühl haben, hey, jetzt habe ich da meine Haselnüsschen angespart. Und die will ich dann halt nutzen können. Also wenn wir das einfach sagen, das stellen wir zur Disposition, das geben wir einfach auf. Ich weiß nicht, ob das
eine gute Strategie wäre. Aber wir können ein paar Sachen machen, die zwar auch nicht ohne sind, ich komme nachher noch darüber zu sprechen. Die erste Maßnahme, denke ich, wäre relativ immanent zu machen, Abschaffung des Koordinationsabzugs. Der ganze Lohn wird versichert. Es ist nicht so, dass wenn ich nur kleine Einkommen habe, dass die nicht rentenbildend wirken. Es gibt die Möglichkeit dann im kleinen Maß, aber immerhin bessere Rentenleistungen aufzubauen. Wir denken, dass die Beiträge bis zur heutigen Koordinationsgrenze dann durch den Arbeitgeber geschuldet wären. Das, weil für sehr viele Frauen es natürlich stoßend ist, ich verdiene nur so wenig und dann muss ich noch fürs BVG Abgaben zahlen. Wenn wir das erreichen können, wenn wir genug stark sind, dann wäre das allenfalls auch eine wirksame Grenze, dass Arbeitgeber dazu tendieren, die Leute tout juste unter dem Koordinationsabzug anzustellen. Das würde denen ja nichts mehr bringen. Wäre ein guter Nebeneffekt. Die Maßnahme 2 liegt eigentlich auf der Hand. Machen wir es wie in der AHV, analog Erziehung und Betreuungsgutschriften. Die Gutschrift eines fiktiven Einkommens, eine Standardverzinsung. Und dann würden wir, das kann man so ein bisschen berechnen, wenn 20 Jahre Gutschriften analog AHV gemacht würden, hätten wir etwa 10.000 Franken Rentenanteil pro Jahr und Frau im Schnitt erreicht. Und die Finanzierung müsste durch allgemeine Finanzmittel passieren. Das hört sich ja super gut an, können wir doch machen, hey, fordern wir und so, aber das geht so einfach nicht. Es braucht eine grundlegende Reform des obligatorischen Teils des BVGs. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir im Moment über 1500 Kassen haben für diese berufliche Vorsorge. Ich meine, das ist an sich schon ein Wahnsinn eigentlich. Und diese Leistungen dieser Kassen sind enorm unterschiedlich. Das Verhältnis ihrer Leistungsfähigkeit, also wie viel Renten sie sprechen, in Abhängigkeit der akkumulierten Kapitalien, der Versicherten, sind etwa 1:2. Die beste Kasse bringt etwa das Doppelte hin wie die schlechteste Kasse. Und die heutigen BVG-Kassen können nur mit realem Geldfluss funktionieren. Und wenn wir sagen, wir wollen öffentliche Gelder da einspeisen, dann müssen natürlich die nach gleichen gesetzlich abgesicherten Regeln müssten die verwaltet werden. Und in dieser Landschaft, dieser 1500 oder noch mehr Kasseli und Kassen, ist das wie nicht möglich. Und deshalb sagen wir, es braucht eine grundlegende Reform der zweiten Säule, weil wir nicht nur diese unglaubliche Gerechtigkeitslücke haben, über die ich jetzt eben gesprochen habe, wir haben auch eine tiefgreifende Finanzkrise. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass zwischen 2013 und 2018 die Renteneinbuße von Männern und Frauen im Schnitt 7.200 Franken waren, dann merken wir, so kann und soll das nicht weitergehen. Das ist ein Unsinnkonstrukt. Da müssen wir was machen. Der Grund, die volatilen Finanzmärkte, Senkung der technischen Zinse, Senkung des Umwandlungssatzes und so weiter. Hey, wenn das in der AHV passiert wäre, wir hätten wirklich eine Vollmobilisierung der gesamten Bevölkerung. Wenn es im BVG passiert, haben wir das Gefühl, oh, das ist ja so kompliziert und so schwierig und das ist so riesig und diese 1000 Milliarden, die da akkumuliert worden sind, das übersteigt mich als individuell Versicherte. Da darf ich gar nicht mitreden und mitdenken. Es ist sind riesige Nebelpetarden auch, die in Bezug auf diese zweite Säule in die Gesellschaft abgefeuert werden. Aber das ist ein Skandal eigentlich. Und dass da die Leute nicht auf die Straße gehen, mit uns zusammen vielleicht, ist eigentlich ein Wunder, aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Wie auch immer, es braucht eine grundlegende Reform der zweiten Säule. Wir müssen den obligatorischen Teil, es gibt ja den obligatorischen und den überobligatorischen Teil im BVG, wir müssen den obligatorischen Teil des BVG angehen und sagen, der muss umgestaltet werden, der muss näher ans Modell der AHV dazugeführt werden. Es muss vereinheitlicht werden in eine Kasse. Das ist der Vorschlag des Denknetzes, das BVG-Mischmodell, in derselben Zeitung die
Ruth Dellenbach genannt hat, kann man das auch genauer nachlesen. Wir müssen das offensiv und mit viel Selbstbewusstsein in die Debatte bringen und sagen, das wird jetzt, diese BVG-Geschichte nehmen wir jetzt in die Hand. Das geht so nicht weiter. Wir tolerieren das nicht, sowohl wegen dem Gender Gap, Gerechtigkeits Gap, wie auch aus Gründen dieser großen Krise, die eigentlich bereits da ist. Man versucht uns klarzumachen, die AHV sei in der Krise. Aber nein, meine Lieben, wer wirklich in der Krise ist, das ist die zweite Säule. Okay, ich danke für die Aufmerksamkeit. Hallo. Also viel ist das eingestellt? Ja, super. Also vielen Dank, Ruth, auch für diesen Input. Wir werden auf die konkreten Vorschläge sicher dann in der Diskussion zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt Tamara Funicello, JUSO-Präsidentin, und Regula Bühlmann, Zentralsekretärin beim SGB, auf die Bühne bitten und gleichzeitig auch Ruth und Mascha wieder für die Diskussion. Also wir haben abgemacht, dass Regula und Tamara je mal eine Replik geben auf die beiden Inputs, die wir gehört haben, die Referate, so ein paar Punkte, die euch jetzt besonders wichtig scheinen oder wo ihr vielleicht auch widersprechen möchtet. Regula, möchtest du starten? Noch ne? Ah, jetzt geht's. Danke. Ja, vielen Dank, Ruth. Vielen Dank, liebe Gäste, liebe Zürcherinnen und Zürcher. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, gerade nach dem gestrigen Tag, der mir auch wieder Mut gemacht hat. Und natürlich bin ich besonders stolz, auch als grüne Politikerin, die ich auch bin, heute hier zu sein. Ja, eine Replik, das tönt so kontradiktorisch. Ich mag eigentlich gar nicht so vielen Orten widersprechen. Ich denke, es ist sehr viel, sehr Spannendes, sehr Richtiges gesagt worden, das vielen Orten nicht gesagt worden ist oder nicht gesagt wird. Von dem her mag ich nicht gross widersprechen. Ich bin größtenteils einig mit der Analyse über die feministische Politik, wie es weitergehen soll, denke ich, da werden wir nachher noch darüber sprechen. Ich möchte einfach kurz auch auf den Frauenstreik Bezug nehmen, der ja eigentlich auch der Anlass oder einer der Anlässe ist für den heutigen Abend. Und ich möchte sagen, wie der SGB auf diese Herausforderungen, die wir durchaus erkannt haben, reagiert. Und zwar mit unserem Frauenstreik-Motto Lohn, Zeit, Respekt. Denn wir sind der Meinung, das ist das, was es braucht. Und zwar braucht es guten Lohn, anständigen Lohn für die Arbeit, die von Frauen verrichtet wird. Es braucht Zeit für diese Arbeit, sei es im bezahlten oder im unbezahlten Bereich. Und es braucht vor allem auch Respekt für diese Arbeit. Das heißt, wir wollen, dass diese Arbeit, die traditionellerweise von Frauen verrichtet wird, dass die aufgewertet wird, gesellschaftlich anerkannt und auch entsprechend dort drin investiert wird. Wir sprechen auch von Arbeitszeitverkürzung, wobei ich da natürlich ganz einverstanden bin mit Maschan, man kann nicht einfach weniger Arbeit daraus machen, die geht nicht weg, die Arbeit, aber ich denke durchaus, dass es da Möglichkeiten gibt, aufzustocken, wenn wir eben aufhören mit diesen sinnlosen Abbauprogrammen, auch in der öffentlichen Hand. Das ist so unsere Stoßrichtung, wo wir sehr einverstanden sind.
Und ich denke, das bedeutet eben auch eine Umgestaltung der Gesellschaft, das bedeutet auch eine Umverteilung, eine finanzielle. Und ich denke, dort können wir auch bei der Altersvorsorge ansetzen. Dort mache ich einen kleinen Widerspruch, dort möchte ich in die Runde werfen, warum ein System, das, ja, wie du richtig sagst, ziemlich marode ist, warum das aus- und umbauen? Weshalb investieren wir nicht in dieses System, das sich bewährt hat, das sich auch eine Umverteilung gewährleistet, eben mit der Plafonierung der Renten, nämlich der ersten Säule der AHV. Dort sind wir ganz klar auch der Meinung, dass wir dort investieren müssen, dass wir dort ausbauen müssen. Und was wir mit der zweiten Säule machen, da, diese Diskussion steht ja noch an. Ja, auch meinerseits guten Abend, danke herzlich für die Einladung. Auch ich bin grundsätzlich mit der Analyse einverstanden. Ich glaube, man kann zusammenfassend und frei nach Silvio Federici sagen, der eigentliche Skandal des Kapitalismus ist, dass Krieg als produktiv gewertet wird, aber das Erziehen von Kindern nicht. Und ich habe ein paar Dinge, die ich gerne erwähnen möchte, die vor allem auch ein bisschen eine Einordnung sind in die historische Situation, die mich doch wichtig dünken. Das Erste ist, ich glaube, wir sind im Moment unglaublich stark. Und mit wir meine ich die feministische Bewegung. Die feministische Bewegung marschiert in Polen, Argentinien und Irland für ihr Recht auf ihr Körper. Wir streiken in Indien, und zwar mit dem größten Streik der Geschichte der Menschheit. 200 Millionen Menschen haben gestreikt. Ein Großteil davon sind Frauen. Wir verbrennen in den Straßen von Teheran unsere Dschihab, obwohl wir wissen, dass uns Gefängnis droht. Wir spreien an die Wand der Schweizerischen Nationalbank ganz in der Tradition der Frauenfriedensbewegung. Wir benutzen unsere nackten Körper als politische Waffe und wir streiken am 14. Juni auch in der Schweiz. Wir sind stark und die Frauenbewegung ist im Moment weltweit und überall. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch wenn wir uns überlegen, was fordern wir eigentlich. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, das System, das wir im Moment haben, steckt in einer Sackgasse, in einer kompletten Krise. Ich nenne nur zwei Beispiele, weil ich finde, die sind wichtig hier in dieser Diskussion. Erstens, wir haben ein System, das darauf basiert, dass wir auf einer endlichen Erde unendlich fest wachsen. Das geht einfach nicht. Und das weiß die feministische Bewegung seit den 60er Jahren. Jetzt haben wir einen Klimastreik, der auf die Straße geht, der dafür demonstriert. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass wir das vor Augen halten, vor allem wenn wir dann von Systemwandeln sprechen. Das Zweite, das ich erwähnen möchte, sind die Steuern. Wir haben eine Tiefsteuerpolitik in diesem Land und weltweit. Wir haben einen Race to the Bottom. Das heißt, wir haben kein Geld mehr, um das zu bezahlen, was eigentlich für die Menschen notwendig wäre. Das ist das, was Mascha gesagt hat und erwähnt hat, dass es Geld braucht, um Service Public zu bezahlen, was am Schluss die Leute bezahlt, die unsere Alten pflegen und die unsere Kinder erziehen. Und das geht einfach irgendwann mal nicht weiter, weil irgendjemand muss das tun. Und die können nicht darauf erwarten, dass die Frauen arbeiten gehen, weil wir Fachkräftemangel haben und auf der anderen Seite unsere Leute pflegen. Das geht einfach nicht auf, weil wir können uns zum Glück nicht zweiteilen. Und aufgrund dieser zwei Prämissen bin ich der Meinung, dass wir ganz klar stärkere Forderungen stellen müssen. Ich finde diesen Mischindex cool, aber ich hätte gerne eine Volkspension. Ich sehe nicht ein, wieso wir weiterhin an diesen zweiten Säule rumschreiben müssen, weil die versenken Geld in Dinge wie Spekulation mit Nahrungsmitteln, sie investieren in Waffen, die machen ein Heidengeld mit unseren Pensionsgeldern und das geht einfach nicht. Die Radikalen unter euch sagen jetzt, gut, wir hören morgen auf, in die Pensionskasse einzuzahlen und nehmen das alles in die AHV rein. Ich bin damit einverstanden, dass das vielleicht nicht alle cool finden. Wir können das auch Step by Step machen und morgen aufhören einzubezahlen und die, die dann schon einbezahlt haben, die kriegen noch was und der Rest, der zahlt in die AHV ein, in einem Umlageverfahren, weil da haben wir alle mehr davon. Das Denknetz berechnet, glaube ich, im Jahrbuch 2009, dass das etwa eine Rente von zwischen 4 und 7.000 Franken pro Person bedeuten würden pro Monat. Also wir werden alle reich im Alter. Andere nicht, aber das wäre mir dann ein bisschen egal, muss ich hier sagen. Und meine zweite Forderung, die ich finde, das ist die
Die Forderung, die wir brauchen im Moment, ist eine massive Reduktion der Arbeitszeit bei gleichbleibendem Lohn. Ich weiß, es gibt Kritik daran. Ich finde, in Frankreich haben sie es nicht geschafft, weil sie einfach zu wenig radikal waren. Weil wir brauchen nicht eine 35-Stunden-Woche. Wir brauchen eine 25-Stunden-Woche. Weil das ist der Moment, wo das Geld, das mehr erwirtschaftet wird, als das, was uns an Lohn bezahlt wird, tatsächlich auch uns zugute kommt. Wir müssen nicht mehr als 25 Stunden arbeiten, um alles zu haben, was wir im Moment haben. Aber es führt halt einfach dazu, dass die Reichen dazu verdienen. Und das müssen wir nicht haben. Dafür brauchen wir eben einen System Change. Und als letzter Punkt in diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass The Guardian hat ausgerechnet, dass bei einer Senkung der Arbeitszeit um 0,5% erreichen wir die Hälfte der Klimaziele. 0,5%, das ist nichts. Was ich fordere, sind etwa 50. Von dem her, es wäre vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung und vor allem, es würde die Klimabewegung und die Frauen Bewegung einen. Und die Arbeiterinnenbewegung, die wollen ja auch weniger arbeiten. Und somit wird dann der Feminismus eigentlich zu der Bewegung, die uns befreit von allem, was eigentlich schlecht ist. Ja, herzlichen Dank an Regula und Tamara für eure engagierten Voten, die jetzt sicher Stoff geben für die Diskussion. Wir haben ja eigentlich die große Debatte System Change und die Bewegungen, die verschiedenen Themen, die sich hier zusammenfinden. Und bevor wir darauf kommen, würde ich eigentlich gerne mal diese Frage aufnehmen, lohnt es sich denn in ein kaputtes System zu investieren? Ich würde sagen, wir bleiben mal hier bei diesem, auf dieser konkreten Ebene. Der Vorschlag des BVG-Mischmodells, vielleicht ist der Name nicht gerade so total sexy, vielleicht müssen wir das noch ein bisschen überlegen, heißt nicht, dass wir in ein marodes System noch mehr investieren, sondern dass wir das wirklich transformieren. Und da wurde zu Recht gesagt, die AHV zeichnet sich eben durch einen riesen Vorteil aus, nämlich das Umlageverfahren und nicht das Kapitaldeckungsverfahren. Im Vorschlag, den wir machen, steckt das genau drin, dass wir den obligatorischen Teil wirklich befreien von dieser unsäglichen Zwang, dieser Kapitaldeckung, dass wir da langsam, vielleicht zu langsam, können wir nachher noch darüber sprechen, überführen eben in etwas, das viel, viel näher bei der AHV ist. Ich denke, wir werden auch nachher noch darüber reden, mit wem machen wir das, wer sind unsere Allianzpartner. Da müssen wir schon ein bisschen mit beachten, dass wir nicht a priori zu viele Verliererinnen und Verlierer schaffen. Leute haben wirklich jahrelang, jahrzehntelang einbezahlt. Und wenn die den Eindruck bekommen, es wird ihnen einfach weggenommen, das ist egal, das geht nicht. Es darf keine Verliererinnen und Verlierer geben in diesem Bereich des Obligatoriums. Da müssen wir mit aller Sorgfalt und Klugheit überlegen, wie wir diese Überführung in dieses AHV-Modell schaffen. Das ist mir schon wichtig zu sagen. Wir investieren nicht in ein marodes System, sondern wir skandalisieren die maroden Teile und überlegen mit Klugheit, hoffe ich, und guten strategischen und taktischen Überlegungen, wie wir diese Transformation hinkriegen. Es ist eine gigantische Geschichte, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn wir daran denken, um wie große Kapitalien sich da handelt und wie groß die Interessen sind derer, die davon profitieren, mit diesen Kapitalien zu funktionieren. Das für den Moment. Vielleicht finden wir wirklich einen besseren Titel als Mischmodell. Das finde ich jetzt auch nicht, wie gesagt, so unglaublich motivierend und mobilisierend. Aber die Idee dahinter würde ich euch sehr raten. Lest das mal nach. Da bin ich schon sehr davon überzeugt, dass das eine kluge Strategie wäre. In der Denknetzzeitung, genau. Ich habe ein bisschen diese Debatte verfolgt im Denknetz und das Problem ist wirklich, wie schafft man die Pensionskassen ab? Und das kann man nicht einfach so wenig, man kann nicht einfach ein Gesetz so machen. Und ich denke, es ist eine, ich finde es sehr interessante
Variante. Aber es gibt zwei Dinge. Also dieser Umbau der Pensionskassen, wo das Kapital nicht mehr erhöht wird. Und das bleiben auch die Ungleichheiten derjenigen, die einbezahlt haben, bestehen. Und da gibt es einen Gender Pay Gap, also die Lohnlücke. Ich würde noch sagen, dass es obligatorisch ist, wenn der Mann 65 wird, zu scheiden, dann wird es nämlich halbiert. Das wäre schon ein ganz schöner Ausgleich, finde ich. Das würde unglaublich viel bewirken. Ich empfehle das schon wegen der unsäglichen Probleme, die es gibt, finanzielle Probleme. Es gibt für die Partner und Partnerinnen, wenn ein Partner langzeitpflegebedürftig ist, das ist grauenhaft teuer. Und die Partnerin und der Partner, 70% sind dann Frauen, die eigentlich die Pflege machen und überleben, also den Partner überleben. Und das ist unglaublich. Die haftet mit ihrem ganzen Vermögen, mit ihrem Einkommen. Und ich sage allen, wenn mit 65 scheiden. Also es gibt zwei gute Gründe, das hätte einen riesigen Umverteilungseffekt. Weil wenn sie das neue Eherecht sagt, dass die Pension halbiert wird. Also es wird aufgeteilt, das wäre der Gender Pay Gap, wäre schon eine sehr schöne Lösung. Und das Zweite ist die Frage der Volkspension und die Frage des Betreuungsbonus. Und es gibt von der Grundidee her, denke ich, wahrscheinlich nur das eine und das andere. Und ich denke, das ist wirklich eine politische Frage, auch feministisch-politische Frage. Ob bei der 10. AHV-Revision war die Devise der Frauen Leistung, AHV aufgrund der Leistung und nicht aufgrund des Zivilstandes. Vor war die AHV völlig abgeleitet, eigentlich vom Ehemann-Einkommen, wie heute real eben auch noch die Pensionskassen. Ich finde, das müssen wir diskutieren. Bei der 10. AHV-Revision wollte die CVP etwas Ähnliches einführen, nur viel tiefer. Und nur so, nur viel tiefer. Es gab der Präsident der AHV-Fonds, war ein Banker, ein pensionierter Banker von der Schweizerischen Bankverein. Und der hat vorgeschlagen, dass man Pensionskassen, die obligatorischen und AHV zusammenlegt, dass es pro Kopf etwa 4'000 Franken geben würde. Und das habe ich gesehen in der Zeitung, das ist innerhalb von 3 Tagen verschwunden gewesen. Also das kam eine ganz kurze Meldung und ich habe dann gesucht auf dem Internet und gesucht und gesucht und das war wirklich sehr schwierig zu finden. Ich finde das eine sehr interessante Frage, aber ich denke, ich möchte da gerne mindestens einen Abend lang darüber diskutieren. Gut, diesen Abend haben wir nicht. Wir haben noch eine gute Viertelstunde für unsere Diskussion. Und wenn ihr einverstanden seid, würden wir jetzt mal von diesem BVG-AHV-Fragen öffnen. Mascha hat uns ja unter dem Stichwort feministische Wirtschaftspolitik eine ganze Reihe von Vorschlägen präsentiert, die wir brauchen, um den Gender Pay Gap oder Gender Gap zu minimieren, zu überwinden. Und ich habe jetzt aber auch gehört, es geht nicht einfach um Gleichstellung, es geht wirklich um eine Transformation der Gesellschaft. Wo haben wir den Hebel? An welchen Themen, wo setzen wir hier an? Ja. Noch nicht ganz. Nein, jetzt, es kommt. Gut. Ja, ich denke, ganz wichtig, eben ich komme trotzdem nochmal zur Umverteilung, jetzt eben bei der bezahlten Arbeit respektive der unbezahlten Arbeit. Ich denke, dort haben wir einen Hebel, wenn es um Investitionen geht. Ich finde immer ein ganz spannendes Beispiel, so grundsätzlich so Wirtschaftsimpulse werden gegeben, da wird irgendwo investiert und das kann zum Beispiel wie in den USA, das kann sein, man investiert in die Autoindustrie. Das gibt dann Stellen und man erhöht die Kaufkraft und so weiter.
Und weshalb in aller Welt investiert man in etwas, wonach es offensichtlich weniger Bedürfnis gibt? Weshalb beginnen wir nicht wirklich zu investieren in die Care, in den Care-Sektor, in den Care-Bereich, dass wir dort wirklich gute Angebote des Service Public haben, wo eben vor allem die Frauen, die dort drin arbeiten, gute Arbeitsbedingungen haben, genügend Zeit und anständige Löhne, was dann eben auch wieder den ganzen Familien zu Hilfe oder zugute kommt, die sich irgendwie die Zeit nehmen müssen, um zu ihren Kindern zu schauen, was dann meistens darauf hinausläuft, dass die Frau Teilzeit arbeitet und der Mann immer noch das Geld heimbringt und Vollzeit arbeitet. Und ich denke, dort braucht es eine Umverteilung. Dort das Geld, das eben nicht so knapp ist wie die Zeit, dort denke ich, wir haben dieses Geld, aber es geht um die Prioritäten, die wir setzen. Und ich denke, wir müssen beginnen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich glaube, man muss einfach, wir brauchen eine Transformation dieses Systems, weil, wie vorher gesagt, wir leben im Moment in einem System, in dem wir unser höchstes Ziel, also unser höchstes Ziel ist es, nach Profit zu streben. Wir haben das Gefühl, dass das wichtig ist. Ich meine, alles, was wir irgendwie tun und lassen, geht darauf hinaus, wie viel haben wir verdient im Vergleich zum Jahr vorher. Es ist immer nur eine Zahl, die im Vergleich zum Jahr vorher steht. Und ich will eine Gesellschaft, die sich an den Bedürfnissen der Leute orientiert und nicht am Profit. Und diese Frage ist nicht so abstrus, sondern die Frage ist, was brauchen die Menschen, was braucht die Umwelt zum Beispiel, damit wir gut leben können. Und dafür müssen wir aufhören zu leben, um zu arbeiten, sondern wir müssen beginnen zu arbeiten, um zu leben. Und darum glaube ich wirklich, und ich kann es noch ein paar Mal betonen, ich glaube, die Arbeitszeitverkürzung ist dieser Hebel. Weil die Arbeitszeitverkürzung eben so viele unterschiedliche Bewegungen auch einen kann. Denken wir an die ganze Diskussion rund um die Digitalisierung. Ob es jetzt Stellen kosten wird oder nicht, ich bin keine Hellseherin, ich kann euch das nicht sagen. Wahrscheinlich gibt es eine Umverteilung eben vom Industriesektor in den Care-Sektor, was sehr viel Sinn macht. Aber wir haben in der momentanen Situation ein Problem mit Ü50 Arbeitslosigkeit. Ja gut, aber dann müssen wir die Arbeitszeit senken, weil es gibt Menschen, die möchten gerne arbeiten und sie finden keine Arbeit. Das ist doch einfach abstrus. Das ist abstrus. Und ich glaube, wirklich genau aus diesen Überlegungen hinaus müssen wir die Arbeitszeit mehr werten und allgemein die Zeit, die wir haben. Und wir gehen in eine völlig andere Richtung. Ich meine, im Moment hat das Parlament zur Debatte, dass sie unsere Normalarbeitszeit auf, was sind es, 50 oder 60 Stunden erhöhen wird. Ich meine, völlig crazy, völlig ab von jeglicher gesamtgesellschaftlicher Diskussion. Und das macht einfach keinen Sinn. Ich bin ehrlich gesagt nicht so überzeugt, dass diese Arbeitszeitverkürzung so strategisch ist. Aber auch dafür müssen wir mal einen Abend lang diskutieren. Weil ich denke, ich bin einfach, wahrscheinlich bin ich zu sehr Ökonomin, weil die Frage, wer entscheidet, wohin die Geldströme fließen. Und das Grundproblem ist, dass die Geldströme in der Privatwirtschaft nur dorthin fließen, wo ein Profit entsteht. Und wenn wir Sektoren haben, wo die Profitmargen extrem niedrig sind oder überhaupt nicht existieren, rote Zahlen entstehen, dann kommt das Problem, wer entscheidet darüber, dass das gemacht wird, woher kommt das Geld? Und alle diese Fragen sind, wie ich denke, ähnlich wie bei der Rente, das Schwierige sind, ich bin einverstanden mit deiner Zielsetzung, aber es ist die sehr, sehr schwierige Frage der Übergänge. Welche Forderung stellen wir, wann, wieso? Und was ist möglich? Wir müssen eine... für mich ist Wirtschaftstheorie eine Theorie der möglichen Schritte. Der Vergrößerung der Handlungsspielräume. Und das ist etwas an... Und ich denke, mir klingelt es einfach, wenn du so redest. Aber eben dafür hätten wir ja, bräuchten wir Räume, um das genau zu diskutieren. Und mein größtes Problem ist, dass ich bin eben nicht mehr so jung,
habe die 10. AV-Revision erlebt, Mutterschaftsversicherungsdebatte, EWR-Beitritt, IWF-Beitritt und jetzt Altersvorsorge 2020. Das sind so die Stellen gewesen, wo es wirklich starke feministische Positionen gegeben hat. Und wir waren völlig verkracht unter den Feministinnen. Und meiner Meinung nach müssen wir endlich mal Zeit nehmen, um zu stehen, um zu verstehen, wo die Differenzen sind und was genau die Argumente sind. Und dieser Raum fehlt uns. Der hat uns bei Altersvorsorge 2020 auch wieder gefehlt. Wir konnten nur sagen, ja oder nein. Und die ganze Debatte ging eigentlich nur um Loyalitätsstrukturen gegenüber Parteien und Gewerkschaften. Und ich weiß nicht wem, aber wirklich uns mal Zeit zu nehmen, hinzusetzen und alle diese Fragen wirklich zu diskutieren, das fehlt uns. Und wenn wir das nicht zustande bringen, das muss ja nicht der Frauenstreik sein, das ist etwas anderes, wenn wir das in Zukunft nicht zustande bringen, eben ich habe es jetzt 30 Jahre lang erlebt und man hat früher schon immer gesagt, das müssen wir diskutieren, ganz zentrale Fragen des feministischen Weltinterpretations sind meiner Meinung nach nicht geklärt. In vielen Fragen sind wir immer noch wie in den 80er Jahren und diesen Raum müssen wir schaffen. Also das eine ist sicher Forderungen, die sind jetzt sehr wichtig für den Frauenstreik, aber das andere ist, dass wir uns überlegen, welche Vorkehrungen müssen wir treffen, dass überhaupt diese Forderungen auch sehr viel... man kann nicht 20 Seiten lang Forderungen machen, könnten wir, haben wir auch. Aber es gibt doch Dinge, die wir auf, mindestens auf nationaler Ebene uns auf, sagen wir mal, 5 oder 10 Forderungen einigen müssen und darüber reden müssen, wie zentral sind sie. Ja, ich denke, diese Forderungen bringen wir jetzt heute nicht auf den Tisch, aber also, wir können der Spur nachgehen. Ruth wollte sich noch zu dieser Frage der Transformation äußern. Ja, ich wollte anknüpfen an Tamara. Ich denke, es gibt Orte in der Gesellschaft, wo es eine erhöhte Sensibilität gibt gegenüber der Tatsache, dass die Arbeitsbedingungen und die Entlöhnungsbedingungen nicht stimmen. Und meiner Analyse nach ist diese erhöhte Sensibilität in breiten Kreisen im Bereich der Pflege gegeben. Hat zu tun natürlich auch mit der Langzeitpflege, hat zu tun mit der Situation oder mit der Konfrontation von vielen Menschen, dass ihre älteren Angehörigen, ihre Eltern, Mütter, Väter, Schwiegerväter und so weiter in dieser Situation sind, wo sie wirklich diese Pflege bedürfen. Und sie stellen fest, dass es da Menschen hat, die diese Arbeit tun, aber am Rande ihrer Erschöpfung laufen. Es gibt eine unglaublich hohe Rotation oder kurze Verweildauer der Pflegenden in ihren Berufen. Da gibt es eine Sensibilität. Und ich denke mir, es ist... man muss sich ja manchmal überlegen, wo kommen wir rein mit dieser Forderung nach massiver Arbeitszeitverkürzung, mit massiver Erhöhung der öffentlichen Mittel, damit diese eben nicht so profiterzeugenden Arbeit, dass die besser entlöhnt ist. Und da haben wir wahrscheinlich eine gewisse Möglichkeit, reinzukommen. Man kann das wahrscheinlich nicht einfach so generell und abstrakt fordern, obwohl das eigentlich nötig wäre. Ich denke auch, wirkliche Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit auf die Geschlechter erreichen wir nur mit einer sehr, sehr massiven Reduktion der bezahlten Arbeitszeit. Es ist dann nicht mal dann gegeben, dass wir das wirklich dann erreichen. Da haben wir noch ein paar kulturelle Geschichten zu überwinden, aber es ist ein Anfang. Danke. Tamara, du hast gesagt, wir sind sehr stark. Wir waren noch nie so stark. Noch nie, würde ich nicht sagen. Gut. Aber wir sind sehr stark. Du hast so einen globalen Fokus auch eingenommen. Und wir haben jetzt, wir kommen zurück. Der Abend steht unter dem Thema Gender Gap und Frauenstreik. Oder umgekehrt, Frauenstreik, Gender Gap. Was spielt jetzt dieser Frauenstreik, was spielt er hier für eine Rolle? Ist das Symbolpolitik oder machen wir politischen Druck? Und was heißt das, wir sind so stark? Wer sind die Partnerinnen und Partner, mit denen wir die nächsten Schritte machen?
Ich kann, also die JUSO hat an ihrer Jahresversammlung ein wunderschönes Papier verabschiedet, ein Care-Ökonomie-Papier, basierend vor allem auf den Zahlen von Mascha übrigens. Und wir haben da als Schluss unserer Analyse eigentlich gehabt, dass die Frauen das heutige revolutionäre Subjekt sind. Und zwar mit einer ganz einfachen Analyse, wenn das System, das wir heute haben, und das haben wir gesehen, eigentlich auf der Arbeit von Frauen basiert. Auf der grundlegenden Arbeit von Frauen, dass sie Bedürfnisse von Menschen stillen, zum Beispiel indem sie eben kochen, putzen, aber auch zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter pflegen, aber auch indem sie Kinder gebären, weil das ist nicht gerade nicht Arbeit, würde ich da mal sagen, auch wenn unerfahren. Und das sind grundlegende, wichtige Dinge im Leben. Und wenn wir das einfach nicht mehr tun, ja, also ich meine, wenn wir einen Gebärstreik anstellen, dann ich gebe der Sache 9 Monate, dann haben wir die Weltherrschaft. Ich würde es etwa so sehen. Von dem her, wir kommen eigentlich zum Schluss, dass im Moment unter den gegebenen Umständen und auch sicher im Rahmen der Bewegungen, die ich erwähnt habe, sind die Frauen das momentane revolutionäre Subjekt. Jetzt kommt da jeweils immer die Kritik, ja, aber nicht alle Frauen. Voll mit euch einverstanden, aber wenn wir sagen, nicht alle Frauen, dann will ich das jedes Mal, wenn wir sagen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter das revolutionäre Subjekt ist, dass dann ein Satz kommt, aber nicht die, die Rassisten sind und nicht die, die Sexisten sind. Sonst nehme ich dieses nicht alle Frauen nicht entgegen. Marx machte sich mal Gedanken über die Organisationsfähigkeit. Und hier sehe ich schon, und er stellte sich vor, also die Arbeiterschaft war extrem viel homogener als Frauen. Und ich denke, die ganze Tradition der Organisation der Frauen, der Streiks, das wissen wir auch vom letzten Frauenstreik, da stellen sich auch einfach andere Fragen und neue Fragen der Organisation. Das ist mal das eine. Und ich habe schon etliche ziemlich starke Momente der Frauenbewegung erlebt. Und das ist sehr oft bei, also ich denke, stellen sich viele Fragen. Ich finde es super, dass jetzt dieser Frauenstreik kommt, weil da kann sich etwas daraus entwickeln. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Die Sorge- und Versorgungsökonomie ist menschen- und ortsgebunden. Es ist dort, wo wir leben, wohnen. Und das stellt ganz andere politische Fragen. Ich glaube, auf kantonaler Ebene, der größte Teil der Entscheide über Care-Ökonomie werden auf kantonaler Ebene gemacht. Und ich sehe, da würde da für kantonale also kantonale Organisation, würde ich sehr große Chancen sehen. Ich sehe auf nationaler Ebene, finde ich, ich bin überzeugt, wir müssen eine Struktur schaffen, eine Art Think Tank, der sich wirklich mit diesem Zusammenhang Veränderung der Sorge- und Versorgungsökonomie, Rest der Wirtschaft. Welche politischen, wirtschaftspolitischen Maßnahmen führen wirklich zu Veränderungen im Bereich der Sorge- und Versorgungsökonomie? Das ist die Frage. Und wir haben wenig Antworten, meiner Meinung nach, darauf. Also es gibt die zwei Ebenen. Und ich finde, wir alle Parteien und alle Bewegungen leiden immer ein bisschen stark, immer sehr stark unter der sehr starken Spaltung, politischen Spaltung der kantonalen Mobilisierung und nationalen. Und irgendwie, ich denke, dass die Sorge- und Versorgungsökonomie ist extrem, also in der Schweiz, nicht in Frankreich, aber in der Schweiz, extrem kantonal organisiert. Also wäre ein toller Ansatzpunkt, um Frauen zu erreichen. Und das Zweite ist, wir müssen einfach mal Frauen zuhören, worüber sie reden. Ich bin übrigens überzeugt, dass die Gilets jaunes ein Aufstand ist im Rahmen der peripheren Sorge- und Versorgungswirtschaft. Ja. Danke, Regula. Ja, jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich anknüpfen soll. Ich denke, ich
komme nochmal zurück zum Frauenstreik, denn ich denke eben auch bezugnehmend auf das, was Tamara gesagt hat, es ist einerseits ist das ein Ausdruck dieser enormen Bewegung, die sich im Moment am Bilden ist oder schon gebildet hat, dieser kräftigen Bewegung, wo es um mehr Gerechtigkeit geht, aber eben auch um mehr Nachhaltigkeit, um ein anderes System, eine andere Gesellschaft. Und in meinen Augen, was ich mitbekomme bei der Organisation des Frauenstreiks, ist dieser Frauenstreik ist einerseits ein Ausdruck dieser Bewegung, aber es kann eben auch, wenn wir es richtig machen, und ich denke, wir machen es richtig, auch zum Katalysator, zum Antrieb für diese Bewegung werden. Und deshalb denke ich, der Frauenstreik allein, wenn er irgendwie im luftleeren Raum entstehen würde, würde vielleicht nicht so viel bewegen, aber mit der ganzen Bewegung drumherum, mit all den Vorarbeiten, die enorm bottom-up kommen, die von sehr vielen unorganisierten Frauen herkommen, denke ich, entwickelt sich da eine enorme Kraft und die können wir nutzen, um eben einerseits Diskussionen anzuregen, die geführt werden müssen, aber eben auch, um vielleicht im Herbst Leute in das Schweizer Parlament zu bringen, die auch bereit sind, diese Diskussionen zu führen und entsprechend auch Folgerungen daraus zu ziehen. Ja, ich verspreche mir vom Frauenstreik schon viel, weil es so eine Art Rahmen, symbolischen und Rahmen schafft, für die vielen Initiativen und Aktionen, die folgen müssen. Und es wurde mit Recht gesagt, viele der Sorge- und versorgungsökonomischen oder orientierten Arbeiten haben eine Aufhängung oder eine Verankerung in kantonalen Politiken, in unserem dezentralen föderalistischen Land. Das ist richtig, es ist auch gut, wenn das dort passiert. Der nationale koordinierende Rahmen hilft aber den Einzelnen, die kantonal tätig sind, das animiert, das befruchtet und schafft Kraft, um dann lokal wirklich aktiv zu werden. Ich glaube, das ist total wichtig, auch wenn es so ist, dass aufgrund unseres Föderalismus die einzelnen Initiativen dann ein bisschen unterschiedlich ausfallen müssen. Aber bezogen auf die Stoßrichtung, auf das Anliegen, wird das natürlich ganz stark alimentiert. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das verspreche ich mir vom Frauenstreik. Ich finde, was wichtig ist zu verstehen oder was für mich wichtig ist im Rahmen des Frauenstreiks, ist, dass wir nicht das Gefühl haben dürfen, dass der Frauenstreik das Ende ist, sondern der Frauenstreik ist der Anfang. Und das ist mega wichtig, genau um diese Räume zu schaffen. Wir kriegen jetzt die Möglichkeit, eben diese, also ich lerne Frauen kennen, die ich noch nie gesehen habe im Kuchen. Und ich meine, ihr wisst, was ich meine. Man ist ja da aktiv in dieser Gruppe oder in einer Stadt. Man kennt die Leute, die aktiv sind. Und plötzlich gesellen sich Leute dazu, die noch nie aktiv waren. Mit diesen Frauen können wir uns vernetzen. Aber das muss dann auch weitergeführt werden nach dem Streik. Egal wie der auskommt. Und dann kriegen wir eben das, was jetzt gerade gesagt wurde, zusammen. Gut, vielen Dank. Ich denke, wir müssen hier leider langsam zu einem Abschluss kommen. Wir haben über Hebel gesprochen. Was sind die Forderungen? Es geht um Umverteilung, um Investitionen in Sinnvolles, dort, wo eben menschliche Bedürfnisse damit auch zufriedengestellt werden können. Wir haben die von der ganzen Sorge- und Versorgungsökonomie gesprochen, wo es ganz sicher ein zentraler Hebel für eine Umdeutung der Gesellschaft und hier auch von den Ebenen, kantonale, nationale Ebene. Und wir haben aber auch den Blick geschafft über die Schweiz hinaus. Und das finde ich sehr wichtig, weil wenn wir von Allianzen sprechen, dann wollen wir uns ja auch vernetzen, über Grenzen hinweg. Der Frauenstreik gesehen nicht als, das ist jetzt nach 30 Jahren mal wieder und dann die Jungen kommen dann in 30 Jahren und sagen, wir hatten dann den Streik, sondern es ist der Anfang und es ist ein Ausdruck von Vernetzung und von eben Zusammengehen mit Leuten, die mit denen wir nicht automatisch sonst im Alltag zusammengearbeitet haben. Ich finde, das sind spannende Perspektiven. Ich bedanke mich herzlich für die Teilnahme von euch an diesem Abend. Und
würde euch dann gerne hier noch ein kleines Präsent überreichen. Es ist ein Gutschein für im Kosmos draußen was zu trinken, eine Kinovorstellung besuchen, Bücher zu kaufen oder einen Mix davon. Darf ich dir das mal geben? Vielen Dank, Ruth, Mascha. So, und ich möchte, bevor wir abschließen, nochmal aufmerksam machen auf diese nächste Veranstaltung Work und Unia am 25. April in Proger, wo es um den Frauen nochmals um den Frauenstreik geht und um die Frage so der Bogen vom ersten Frauenstreik zu heute und wer sind die Akteurinnen, ein Thema, was hier angesprochen wurde. Und dann würde ich ebenfalls noch auf eine weitere Veranstaltung aufmerksam machen, die das Denknetz hier im Kosmos dann hat zum Thema System Change. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Wir haben heute auch, das wurde angesprochen, System Change. Wir sprechen von der Frauenbewegung, wir sprechen vom Klima. Es kommt zusammen. Es sind Themen, die sich ergänzen und die nicht gesondert eigentlich diskutiert werden können. Und damit sind wir am Ende dieses Abends. Wir müssen eigentlich abschließen. Wir haben keine runde geplante Diskussion mit dem Publikum. Können Sie es in einer Minute sagen? Mir sehr leid, weil ich war sehr begeistert, hier hinzukommen und etwas zu hören. Ich komme aus Polen. Wir haben auch Probleme, aber mindestens in diesem Thema Pay Gap sind wir ziemlich gut unterwegs. Vielleicht, weil alle Frauen in unserem Land arbeiten und wir haben sehr gute Kinderkrippensystem, die kostenlos sind und man mit dem es gibt überhaupt keine Probleme. Und ich hoffe, dass das wird hier ein bisschen angesprochen, weil ehrlich gesagt, was ich hier gehört habe, alle Lösungen, die ich heute gehört habe, für mich sind ultimativ, würden führen zu einer Katastrophe von Frauenstelle im Land. Also man sollte eigentlich alles machen, dass die Frauen so stark wie möglich auf dem Arbeitsmarkt repräsentiert sind und nicht, dass sie sich zurück zum Leben, Familienleben ziehen und vielleicht von Staat eine Prämie dafür noch bekommen. Und man sollte das so machen, dass die Frauen so früh wie möglich arbeiten, so viel wie möglich arbeiten und die unbezahlte Arbeit, die ja sehr oft von Frauen übernommen ist, die sollte einfach besser beteiligt werden und dann vielleicht Männer sollten Vaterschaftsurlaube bekommen und sich in diesem, und diese Ideen habe ich heute hier gar nicht gehört. Und ich bin enttäuscht. Das tut mir sehr leid. Ich glaube, das ist wirklich falsch verstanden. Das ist falsch verstanden. Es tut mir leid, wir können nicht darauf eingehen, aber vielleicht nachher noch im Gespräch. Ja? Also ich finde es schon wichtig, noch schnell eine Replik darauf zu machen, weil die Lösungen, die hier heute diskutiert werden sind oder wurden, sind halt auch sehr idealistische Lösungen, die auch zum Teil sehr weit weg in die Zukunft sind, weil es auch darum ging, darüber zu diskutieren, in welche Richtung sollen wir gehen. Logisch sind wir für billigere oder gratis Kita-Plätze, logisch sind wir für Elternurlaub, nicht nur Vaterschaftsurlaub. Ich glaube, diese Positionen teilen hier alle ganz klar. Aber was ich glaube, sehr wichtig ist zu sagen, ist, es geht darum, dass Frauen wie Männer die Freiheit kriegen, zu entscheiden, ob sie arbeiten wollen oder ob sie zu Hause bleiben wollen, dass sie die Freiheit und die Möglichkeit kriegen, zu ihren Kindern zu schauen oder zu arbeiten, weil wir sind reich genug für das. Wir sind reich genug, dass wir frei entscheiden können.
Ja, ich glaube, Regula möchte unbedingt was sagen, aber ganz kurz und dann schließen wir ab. Ganz kurz, weil sonst... Ich glaube, doch, sonst fühle ich mich dann auch sehr missverstanden. Ich bin grundsätzlich absolut als Gewerkschafterin, als Feministin finde ich, Frauen sollen einer Erwerbsarbeit nachgehen, sie sollen die Möglichkeit haben, sie sollen fair und anständig dafür bezahlt werden. Und ich empfehle niemandem, weniger als 70% zu arbeiten, schon auch im hinsichtlich Gender Pension Gap. Das ist mir ganz wichtig. Wenn ich von Investitionen in den Care-Sektor spreche, spreche ich eben konkret nicht von einem Lohn für Hausarbeit, sondern spreche ich eben dafür von Infrastrukturen wie Kinderkrippen, aber auch für Betreuungsinstitutionen, für andere pflegebedürftige Angehörige und so weiter. Genau das braucht es in meinen Augen. Die Zeit war einfach zu kurz, einfach jedes Detail auszuarbeiten, aber das waren meine Investitionen. Ja, gut. Ich bedanke mich. Mascha, ganz kurz, weil wir müssen um 21:45 aufhören. Einen Satz. Ich möchte betonen, dass wenn wir das Erwerbsarbeitsvolumen der Frauen in der Schweiz vergleichen mit dem Erwerbsarbeitsvolumen der Frauen in anderen Ländern, in Stunden auf umgerechnet, dann ist das im oberen, also in der Menge im oberen Drittel. Wesentlich mehr als in Frankreich, mehr als in Deutschland. Also das Problem ist sehr viel mehr die Zeitknappheit. Wir schuften unbezahlt und bezahlt wahnsinnig viel. Gut. Ich möchte mich noch einmal bedanken für eure Beiträge. Entschuldigung. Ich möchte mich bedanken für eure Beiträge, für die Teilnahme. Es ist sehr bewegt geworden am Schluss und ich glaube, es ist einfach der Moment, wo wir jetzt das abbrechen müssen. Ich bedanke mich.